Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Heute sprechen wir über meine aktuelle Haarroutine für schönes, gesundes und voluminöses Haar. Und unser Kooperationspartner für das heutige Video ist Sephora. Und ich habe mich sehr über die Anfrage gefreut, weil ich schon damals, ich glaube, das war so 2006, 2007, war ich für ein Jahr in Amerika. Und da bin ich schon zu Sephora gegangen. Und da gab es die in Deutschland noch gar nicht. Und wir Mädels haben uns dann immer zusammengetan und waren dann einmal shoppen. Und diese Begeisterung ist bis heute geblieben. Wenn ich durch die Stadt gehe und ein bisschen Zeit habe, gehe ich immer mal zu Sephora, schaue, was gibt's Neues. Die haben ja alles Mögliche. Parfüms, Kosmetik, Haarpflege. Und die Zeit vergeht dann immer wie im Fluge. Deswegen wundert euch nicht. Heute steht, ich glaube, da oben oder da oben Werbevideo, weil das ein Kooperationsvideo ist. Ich verlinke euch übrigens alle Produkte, die ihr heute in dem Video seht, unten in der Infobox. Nur damit ihr Bescheid wisst. Also alles, was ich euch heute hier zeige, steht unten drin. Bevor wir mit meiner Haarroutine starten, erzähle ich euch ganz kurz was zu meiner Haarstruktur. Meine Haare, also das einzelne Haar an sich, ist sehr, sehr dünn. Ich habe aber recht viele Haare. Dadurch lassen sie sich immer sehr gut stylen. Was bei mir schon immer eine kleine Hürde war, und vielleicht geht euch das ja auch so, die Enden der Haare, die werden bei mir recht schnell trocken und spitzig. Zu Kopfhaut, ich würde mal sagen, mittlerweile, die fettet eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Also ich wasche meine Haare nur noch einmal in der Woche. Das war allerdings auch ein sehr, sehr langer Weg. Früher, also ganz, ganz früher, habe ich jeden Tag gewaschen, dann alle zwei Tage und dann habe ich mich so langsam auf die einmal in der Woche gesteigert. Im Laufe des Videos gebe ich euch auch einen Tipp, wer vielleicht richtig kaputte, strapazierte Haare hat, wie man die eventuell retten kann. Und am Ende des Videos gebe ich noch mal so ein paar allgemeine Tipps. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Starten wir mit Punkt Nummer 1 meiner Routine, Schnitt und Form. Ich achte darauf, dass ich so alle 6 bis 8 Wochen zum Friseur gehe und mir meine Spitzen schneiden lasse. Im letzten halben Jahr habe ich das nicht so viel gemacht, beziehungsweise so im letzten Dreivierteljahr, weil die Zeit einfach sehr herausfordernd war und ich keine Zeit hatte, zum Friseur zu gehen. Damit habe ich aber jetzt seit ein paar Wochen wieder angefangen, also regelmäßig Spitzen schneiden lassen. Das gehört auf jeden Fall zu meiner Routine dazu. Worauf ich auch noch achte, das kann aber auch schon mal ein paar Monate dauern, letztens hat das, glaube ich, 4 Monate gedauert, zum Friseur zu gehen und in regelmäßigen Abständen den Schnitt erneuern zu lassen. Also sozusagen das, was man hat, nachschneiden zu lassen, dass das auch alles sitzt. Ich habe jetzt zum Beispiel wieder Stufen seit kurzem. Vorher hatte ich die mehr oder weniger bis auf die Pony-Region auf gleicher Länge. Und da habe ich mal wieder gemerkt, wenn man sich Locken macht oder irgendeine andere Frisur, das hängt sich schneller aus. Deswegen ist für mich, glaube ich, der Stufenschnitt einfach der bessere, gerade wenn es so um das Thema Volumen geht. Das sieht dann schon immer ganz anders aus. Und wie gesagt, es hält auch deutlich länger. Also wenn ihr Volumen haben möchtet, würde ich auf jeden Fall als Basis auch am Schnitt arbeiten. Und dann der nächste Punkt, das haben wir jetzt letztens auch neu gemacht, neue Highlights reingemacht. Das gibt dem Ganzen Bewegung, lässt das Haar voller wirken. Und ich finde jetzt gerade so im Winter, wenn man da so ein bisschen Helligkeit reinbringt, eigentlich ganz schön. Kommt natürlich immer auf den Typ an, ne? Wenn ihr jetzt natürlich ein sehr orientalischer Typ seid. Da sehen die dunklen Haare natürlich auch wunderschön aus. Deswegen schaut da einfach mal, was euch am besten gefällt. Lasst mich übrigens mal sehr gerne unten in den Kommentaren wissen oder bei Instagram über die Nachrichten, ob euch Haarpflegevideos interessieren. Sonst könnte man da vielleicht mal so eine Serie draus basteln. Ein Video nur zum Thema Volumen, ein anderes Video zum Thema Glanz oder Kopfhautgesundheit. Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Weil ich habe hier in meinem Job, also in meinem Hauptjob, wenn ich ein bisschen schlanker bin, arbeite ich ja eigentlich hauptberuflich als Model und ich habe so viele Tipps und die würde ich natürlich gerne mit euch teilen. Was ich jetzt fast vergessen hätte beim Thema Schnitt, und das mache ich zu Hause, regelmäßig einen Spliss-Schnitt. Unsere Haare spalten sich ja, also was heißt unsere Haare? Meine Haare, und vielleicht geht es euch auch so, regelmäßig hier an den Enden. Dazu habe ich übrigens auch mal ein Video gedreht, da könnt ihr sehr, sehr gerne mal reinschauen. Das verlinke ich euch in der Infobox. Da könnt ihr dann einfach drauf gehen und dann seht ihr, wie ich den Spliss-Schnitt mache. Seit letztem Jahr, Dezember, habe ich auch meine Haarpflege ein bisschen umgestellt. Ich habe die Produkte dafür zu Weihnachten geschenkt bekommen von meiner Family. Weil die haben mitbekommen, dass ich immer schon mal überlegt habe, ob ich mir das holen soll, weil ich das von unterschiedlichen Hairstylisten gehört hatte und von unterschiedlichen Kollegen.
Und irgendwie wollte ich es mir immer holen, habe es dann aber irgendwie nicht gemacht. Und dann habe ich sie geschenkt bekommen und die haben jetzt auch eine Ewigkeit gehalten. Und jetzt dürfte ich mir die nochmal bei Sephora bestellen. Vielleicht sollte ich euch auch mal zeigen, von was ich überhaupt rede. Und zwar von Olaplex. Ich weiß, dass man die zurzeit überall rauf und runter sieht. Und das ist jetzt auch keine Kooperation mit Olaplex, sondern wie am Anfang gesagt, mit Sephora. Und ich war in meiner Produktauswahl auch komplett frei. Das heißt, ich hätte euch auch andere Sachen zeigen können. Aber ich wollte euch die zeigen, weil ich die, wie gesagt, jetzt seit Dezember benutze und sehr, sehr zufrieden bin. Zum einen habe ich, jetzt muss ich hier mal die Nummern durchgehen, ich finde das übrigens auch ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk für Frauen, die sehr auf ihre Haarpflege achten, die vielleicht auch so ein bisschen trockene Haare haben oder auch als Geburtstagsgeschenk. Oder wenn man sich selber mal eine kleine Freude machen möchte, dafür sind die auch klasse. Und zwar habe ich einmal die Nummer 4, das Shampoo, und die Nummer 5, den Conditioner. Ich wende das folgendermaßen an. Ich nehme von dem Shampoo eine kleine Menge, gehe unter die Dusche und mache die Haare erstmal richtig nass. Das ist auch so ein Punkt. Achtet darauf, wenn ihr duschen geht, dass wirklich alles richtig schön nass ist. Dass nicht hier noch irgendwo trockene Stellen sind, sondern dass das komplett angefeuchtet ist. Dann eine kleine Menge hiervon nehmen, schön einmassieren. Worauf ich immer achte, Shampoo benutze ich nur in der oberen Region des Kopfes. Also ich verwende Shampoo nie in den Längen. Wenn ich das alles gemacht habe, wasche ich meine Haare richtig gut aus. Und warum ich euch das so sage, mit dem richtig gut aus, ich war letztens beim Friseur und dann haben die bemerkt, das hat bis jetzt noch nie jemand bemerkt, dass ich hier hinten Produktrückstände habe und da hat bis jetzt noch nie jemand drauf geachtet. Ich sehe das hinten nicht. Und seitdem achte ich enorm darauf, alles richtig gründlich auszuspülen und auch mit dem Duschstrahl hier in die Region an die Kopfhaut zu gehen, damit das richtig gut ausgespült wird. Als kleinen Tipp noch, ich wasche meine Haare immer lauwarm, nicht heiß. Meiner Meinung nach strapaziert das, also wenn ihr das so richtig heiß macht, nochmal zusätzlich die Haare fördert, dass die Haare trocken werden und Feuchtigkeit verlieren. Deswegen, ich mache es lauwarm und ganz am Ende, wenn ich mit allem durch bin, da sind wir aber gerade noch nicht, wasche ich die immer auch noch mal eiskalt aus. Das glättet die Haarstruktur, dann bekommen die Haare so einen schönen Glanz. Darauf achte ich auch immer. Kommen wir aber mal zum nächsten Schritt, Conditioner. Den verwende ich von hier ungefähr bis unten in die Spitzen und lasse den dann 3 bis 4 Minuten einwirken. Und da bin ich euch wieder dankbar. Ich hatte irgendwann mal ein Haarvideo gedreht, da habe ich gesagt, dass ich nicht immer einen Conditioner benutze. Und dann haben mir ein paar Leute drunter geschrieben, dass das super wichtig ist. Und seitdem mache ich das. Was ich auch noch regelmäßig in meine Haarroutine einbinde, ist eine Haarmaske. Die ist jetzt auch von Olaplex. Ich habe auch noch eine gute, die zeige ich euch auch mal von Kerastase. Ich würde die Produkte allerdings nicht kombinieren. Kerastase finde ich auch bis heute sehr, sehr gut. Habe ich auch viele Jahre benutzt und mag Kerastase auch heute noch. Die haben ganz tolle Produkte. Also wer sagt, Olaplex kann ich nicht so viel mit anfangen. Kerastase finde ich auch super. Da hatte ich entweder mal diese Haarmaske hier, dann gab es noch eine weiß. Schwarz-Orange, also in dieser Farbenkombination hier, das ist so eine Leave-In, die finde ich auch total klasse. Also alternativ fand ich die auch sehr, 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 sehr gut. Aber kommen wir mal zurück zu meiner jetzigen Haarroutine und zu der Olaplex Haarmaske. Die benutze ich so im Schnitt, würde ich sagen, so jede dritte Haarwäsche, also alle 3 Wochen im Schnitt. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wascht eure Haare, sagen wir mal dreimal pro Woche, würde ich eventuell das Shampoo und also Shampoo sowieso, aber dann anstatt den Conditioner einmal in der Woche die Haarmaske benutzen und die so im Schnitt 10 Minuten einwirken lassen. Mir wurde auch gesagt, kann man auch ein bisschen länger einwirken. Ich habe es immer 10 Minuten gemacht. Seit ein paar Monaten benutze ich auch das Olaplex Haaröl. Davon nehme ich wirklich so minimal, nur ein paar Tropfen. Und ich mache das auch immer nur unten in die Spitzen rein. Haaröl habe ich ja auch schon immer benutzt. Vorher hatte ich immer eins von Kerastase und ein anderes, das habe ich auch regelmäßig benutzt. Boah, das kam irgendwo aus Italien, glaube ich, Italien oder Spanien. Das war auch sehr gut. Aber zurzeit bin ich hier bei dem. Das Schöne ist hierbei, ihr braucht wirklich ganz wenige Tröpfchen. Massiert das unten in die Haare ein und das pflegt die Haare so gut und diese Kombination finde ich super. Nachdem ich letztens beim Friseur war und mir gesagt wurde, dass ich hier diese Produktrückstände habe und dass ich die Kopfhaut mal richtig reinigen soll, habe ich gefragt, okay, wie soll ich das denn machen? Da gab es 2 Tipps, beides habe ich mir geholt und beides ist sehr gut. Also zum einen habe ich mir dieses Clarifying Shampoo von Olaplex geholt, das reinigt super, holt alles runter,
was man da so an Produktrückständen hat und verleiht noch einen schönen Glanz dazu. Das verwende ich daher in meiner Haarroutine jetzt auch regelmäßig. Allerdings auch nur alle paar Wochen. Ich würde mal sagen, so im Schnitt so alle 5 bis 6 Wochen benutze ich das hier. Und was die Dame mir damals auch empfohlen hat, ein Scalp Scrub. Davon habe ich in letzter Zeit so viel gehört in den letzten Monaten und ich wollte das unbedingt auch mal ausprobieren. Und da habe ich mir dieses hier geholt von, naja, wie spricht man jetzt den Namen aus? Briogeo? Man weiß es nicht, ne? Micro Exfoliating Shampoo. Wenn ich das hier benutze, benutze ich nichts von den anderen Produkten. Und aufgrund dessen, dass ich meine Haare so wenig wasche, komme ich mit diesen Sachen, ich würde mal sagen, locker näher wahrscheinlich aus. Bei dem hier habe ich gerade total vergessen, euch zu sagen, wie ich das anwende. Also, sehr selten. Ist übrigens auch sehr gut, wenn man eine trockene Kopfhaut hat. Das löst auch super abgestorbene Hautschüppchen. Wichtig dabei ist, ganz sanft mit der Kopfhaut zu sein. Also nicht so richtig feste Rubbeln, das ist nie gut. Sondern ich nehme immer so eine kleine Menge davon, mache die Haare vorher auch richtig nass und arbeite das sanft in die Kopfhaut ein. Ähnlich wie ein Gesichtspeeling. Also wenn ihr Haarprobleme habt, Schüppchen, trockene Kopfhaut, könnt ihr das auf jeden Fall mal ausprobieren. Was ihr übrigens bedenken solltet, wenn ihr so selten eure Haare wascht, kann es ganz normal sein, wenn ihr etwas mehr Haare im Abfluss habt oder auch in der Haarbürste. Das ist ganz normal. Und im Schnitt verlieren wir so zwischen 50 und 100 Haare am Tag. Das ist auch gar kein Drama. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr mehr Haare verliert, dann würde ich mal zum Arzt gehen. Oft ist das ja, wie gesagt, auch nach einer Schwangerschaft. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat 4 Wochen nach mir entbunden. Und mit der telefoniere ich regelmäßig und die hat den schlimmsten Haarausfall ihres Lebens. Also, wenn ihr außergewöhnlich viel Haarausfall habt, dann würde ich auf jeden Fall mal zum Arzt gehen, das Blut untersuchen lassen. Kann sein, dass ihr einen Magnesiummangel habt oder euch irgendetwas anderes fehlt. Und die Hormone checken lassen. Das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn ihr irgendwas, also generell an eurem Körper habt, was ihr euch nicht erklären könnt, immer zu einem idealerweise ganzheitlich arbeitenden Arzt gehen und euch durchchecken lassen. Nächster Punkt, Haare trocknen. Ich bin ja bis heute ein Freund vom Lufttrocknen. Ich lasse meine Haare so oft es geht an der Luft trocknen. Ich habe allerdings auch von euch gelernt, dass das nicht für jeden Haartypen passt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel so richtig, richtig dickes Haar habt, gerade jetzt auch im Winter, dann föhnt eure Haare lieber, weil es kann passieren, dass sie nicht richtig trocknen, dass das zu lange dauert. Und das Gleiche gilt auch für blondierte Haare. Ich wollte euch noch eine Sache sagen. Das gehört eigentlich noch zum Thema Waschen dazu. Und zwar, ich habe letztens einen ganz tollen YouTube-Kanal entdeckt. Das ist ein, ich weiß nicht, Amerikaner, Australier. Brando Brando war es nicht so ganz. Es war Brett Mondo. Und zwar hat er 7,6 Millionen Abonnenten. Und er hat richtig, richtig gute Haartipps. Da habe ich mir jetzt einige Videos von angeguckt. Könnt ihr sehr gerne mal reinschauen. Und unter anderem, das gehört jetzt eigentlich zum Thema Waschen, habe ich letztens bei ihm gesehen, dass man die Haare nicht so massieren soll, also wenn man die wäscht, sondern so in Zickzack-Bewegungen. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Ich habe letztens versucht, darauf zu achten. Und dann bin ich wieder in meine alte Shampoo-Methode gekommen. Aber der hat sehr, sehr gute Tipps. Könnt ihr sehr gerne mal reinschauen. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Haare trocknen, ne? Wir waren bei Haare trocknen. Genau, es gibt unterschiedliche Haartypen, deswegen schaut einfach mal, was für euch passt. Also in der Regel versuche ich meine Haare nicht zu föhnen. Jetzt, wo es so kalt ist, also es ist richtig, richtig kalt da draußen, föhne ich die auf jeden Fall an. Und ich bin ja auch eher so ein Abendsduscher. Was ich euch übrigens noch zum Thema Trocknen empfehlen kann, wenn ihr aus der Dusche kommt, rubbelt eure Haare nicht mit einem Handtuch trocken, sondern tupft das eher. Das ist besser für die Haaroberfläche, für die Haarstruktur, dann wirbelt ihr die nicht so auf. Also ich tupfe immer ganz leicht mein Haar trocken und dann habe ich so einen kleinen Turban, der kommt dann einmal über den Kopf drüber, wird hinten zugebunden, weil mit diesen großen Handtüchern, ich muss sagen, habe ich immer irgendwie Probleme gehabt. Die sind immer runtergerutscht, deswegen habe ich so ein kleines Ding, funktioniert super. Was ich allerdings jetzt gemacht habe und es hat mich sehr viel Überwindung gekostet, weil ich eigentlich so gedacht habe, Sheila, das siehst du nicht ein, so viel Geld für sowas zu bezahlen. Aber auf der anderen Seite habe ich mir dann gedacht, du hast so viel durchgestanden. Das gönnst du dir jetzt mal. Und zwar ist das der Dyson Airwrap. Und ich habe erst mal monatelang überlegt, weil ich so gedacht habe, nee. Also eigentlich so viel Geld für sowas auszugeben, ist kompletter Schwachsinn. Und dann habe ich es aber jetzt doch gemacht. Weil ich habe es überall gesehen. Bei YouTube, jedes dritte Video, was mir vorgeschlagen wurde, war von Dyson Airwrap. Instagram. Und die Haare sahen bei allen immer danach so toll aus. Und es wurde auch oft gesagt, dass die Haare danach lange halten.
Und ich habe mir dann so gedacht, gut, Shia, du wäschst sie ja sowieso nur noch so selten und dann gibst du dir ein bisschen Mühe einmal in der Woche, dann sehen die Haare für die restliche Woche gut aus. Ich bin immer noch in der Übungsphase und vielleicht nehme ich euch in ein paar Wochen mal ein Dyson Airwrap-Video auf. Könnt ihr mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr das gerne sehen möchtet und meine Meinung dazu hören wollt oder ob ihr so sagt, nee. Also, kurzes Fazit bis jetzt. Muss ich sagen, das Ding ist echt gut. Ich weiß nicht, ob es so bleibt. Ich muss noch ein bisschen üben. Ich bin noch nicht so in diesem Flow drin. Wobei ich finde, ich bin damit schon deutlich besser geworden. Und die Haare sehen danach echt schön aus. Ich muss nur noch mal so ein bisschen daran arbeiten, dass die dann auch ein bisschen länger halten. Weil zurzeit hängt sich das dann alles raus. Also, nicht ganz. Also, danach sieht es wirklich super, super lockig aus. Sehr gut. Und das wird dann weniger, also deutlich weniger, aber die Tage danach bleibt trotzdem so eine Welle in den Haaren, was sehr natürlich und schön aussieht. Aber ich würde trotzdem gerne herausbekommen, wie man es schaffen kann, dass die Haare so voluminös sehr lange halten. Aber bis jetzt muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Wenn ihr übrigens Erfahrungen habt mit dem Dyson Airwrap, könnt ihr die sehr gerne unten mal in die Kommentare schreiben. Ich habe jetzt angefangen, wenn ich die Haare gewaschen habe, Schaumfestiger reinzumachen und am Ende so ein Texturspray. Und wie gesagt, es hält ja, aber es bleibt halt nicht so wie am Anfang. Aber vielleicht ist das auch normal. Als Alternative, das habe ich früher immer gemacht, kann ich euch empfehlen, Heizwickler. Auch sehr, sehr schonend, finde ich auch gut. Habe ich jahrzehntelang benutzt, benutze ich auch immer noch. Dazu habe ich auch mal ein Video gedreht, wie ich diese Heizwickler benutzt habe. Aber es ist schon Jahre her, 3 Jahre oder so, glaube ich. Und bei Glätteeisen und Lockenstäben bin ich ja immer sehr vorsichtig, weil es ist wirklich. Also, ich mache es trotzdem ab und an mal, weil das immer noch mal so einen anderen Look gibt. Aber ich versuche es nicht zu übertreiben. Lockenstäbe und Glättereisen kann ich euch übrigens von GHD wärmstens ans Herz legen. Ich habe mein Glättereisen jetzt schon, ich weiß nicht wie viele Jahre, sehr, 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 sehr lange auf jeden Fall. Und ich bin immer noch happy damit. Das gibt es jetzt nicht mehr, weil es ist uralt. Aber auch die neuen Varianten. Es gibt auch einen Lockenstab, der ist vorne so ein bisschen, geht da spitz zu. Damit haben die mich mal gestylt und das sah einfach so toll aus. Aber das wollte ich euch jetzt eigentlich gar nicht erzählen. Also ich verlinke euch auch mal die GHD-Varianten. Und dann habe ich noch ein paar generelle Tipps für euch. Thema Haarbürste. Bei mir ist es immer am besten, wenn ich eine mit Wildschweinborsten benutze. Da habe ich gemerkt, gibt den schönsten Glanz, ist am besten für mein Haar. Ich achte auch darauf, dass ich die morgens durchkämme, abends durchkämme. Ich weiß nicht mehr, war es meine Oma oder meine Uroma. Irgendjemand hat mir mal gesagt, 100 Bürstenstriche am Tag lassen das Haar glänzen. Ob das jetzt so ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber die richtige Wahl der Bürste ist schon gut. Und wenn ihr Knoten habt, die benutze ich jetzt übrigens auch immer bei Kian, weil da hat die hinten so einen kleinen Wirbel, der verknotet sich immer. Tangle-Teaser. Die sind mega. Also, wenn man Knoten in den Haaren hat oder nach der Dusche verknotetes Haar hat, was so ein bisschen störrig ist, diese Bürste kriegt alles durch. Bin ich total begeistert von. Ja, ich muss mir meine zweite holen, weil meine kleine hat der kleine jetzt. Aber die ist auch sehr gut. Also, diese zwei Sachen finde ich super. Auf was ich auch immer achte, wenn ich Haargummis kaufe, ich kaufe keine Haargummis mit Metall dran. Da habe ich gemerkt, wenn ich einen Zopf trage und genau an dieser Stelle, da brechen manchmal die Haare ab. Idealerweise habt ihr Haargummis aus Seide, die sind natürlich sehr, sehr schonend für die Haare. Oder zumindest aus irgendeinem anderen Stoff, aber ohne diese Metalldinger dran. Und für all diejenigen, die blonde Strähnchen haben oder auch komplett blond gefärbt sind, Anti-Yellow Shampoo. Das nimmt den Gelbstich aus den Haaren raus. Muss man allerdings auch mal ausprobieren, was für einen am besten funktioniert. Gibt auch ein paar, bei denen ich sage, die haben bei mir nicht so gut funktioniert. Aber das ist auch noch mal so als Tipp, wenn ihr seht, okay, das Haar ist so leicht gelblich, wäre das vielleicht eine Idee, mal so ein Shampoo auszuprobieren. Und nachts trage ich meine Haare übrigens immer ganz leicht zusammengebunden, hier in dieser Partie, weil ich sonst immer auf meinen Haaren liege und dann ziehe ich mir da selber dran. Deswegen habe ich mir angewöhnt, die so ganz leicht und sanft hochzustecken, also ohne, dass da so ein Druck drauf ist, dass die einfach oben sind. Und was ihr natürlich beim Thema Haare auch nicht vergessen dürft, die Ernährung. Es ist so wichtig, dass ihr eurem Körper all das gebt, was er braucht, weil wenn ihr irgendwelche Mangelerscheinungen habt, spiegelt sich das in der Regel mit als erstes in der Haut, in den Haaren und in den Nägeln wieder. Deswegen achtet auf eine ausgewogene Ernährung, esst vielfältig, viele bunte Gemüse- und Obstsorten und versucht vor allem, so gut es geht, euren Stress zu reduzieren, gerade wenn ihr auch Haarausfall habt. Wenn ihr Stress habt,
kann das sein, dass das auf eure Haare schlägt und ihr dann Haarausfall bekommt. Und achtet auf einen guten Schlaf. Das ist auch alles wichtig, dass alles gut wächst von den Fingernägeln, dass die Haut gut aussieht, dass die Haare gut aussehen. Und seid einfach dankbar dafür, wenn ihr schlafen könnt. Ich freue mich so sehr, wenn das bei mir auch mal wieder der Fall ist. Was auch auf gar keinen Fall mehr in meiner Haarroutine fehlen darf und was ich euch nochmal so als Tipp mitgeben kann, auch so als Überbrückung, Trockenshampoo. Ich habe zurzeit dieses hier. Es gibt natürlich auch noch andere gute Trockenshampoos. Ich bin aber zurzeit sehr zufrieden damit. Und es hilft mir dabei, diese 7 Tage zu überbrücken. Wenn ich mal das Gefühl habe, die sind ein bisschen fettig, dann sprühe ich das hierhin oder je nachdem, wenn ich einen Zopf habe, auch ein bisschen an die Seiten, lasse das ein bisschen einwirken, dann bürste ich das aus und dann sehen die Haare wieder wie frisch gewaschen aus. Und jetzt kommt der ultimative Tipp für alle, die sagen, meine Haare sind zurzeit sehr strapaziert, vielleicht auch sehr trocken, brauchen vielleicht die extra Portion Pflege. Und das hatte ich zum Beispiel jetzt auch im Sommer, als es so heiß war. Was mir geholfen hat, die Nummer 0 und die Nummer 3. Auch so eine Kombination, die ich vorher sehr oft gehört habe und mich jetzt davon selber überzeugt habe. Und zwar wendet ihr das folgendermaßen an. Ihr nehmt die 0, sprüht eure Haare damit richtig schön ein, dass sie so richtig angefeuchtet sind. Und anschließend arbeitet ihr die Nummer 3 in das Haar ein. Und lasst das dann schon eine gute Zeit drin. Ihr könnt das sogar auch so lange drin lassen, bis das so langsam anfängt, trocken zu werden. Und dann rausspülen. Würde ich jetzt auch nicht übertreiben. Ich mache das zurzeit gar nicht, weil ich einfach merke, dass meine Haare in einer guten Form sind. Wenn ich allerdings mal wieder merke, okay, vielleicht am Sommerurlaub oder überhaupt im Sommer oder wenn die mal wieder mehr gestylt werden, dann werde ich das auch wieder benutzen. Also für alle, die das Gefühl haben, sie brauchen etwas, was ihr Haar rettet. Ich finde, es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Bevor man irgendwie Unmengen an anderen Sachen ausgibt, diese Kombination ausprobieren, idealerweise natürlich mit den anderen Sachen. Und eigentlich braucht ihr dann auch keine andere Haarpflege. Ich meine sogar, da gibt es zurzeit so Christmas-Pakete, oder wie man die nennt, also so Geschenkpakete. Die suche ich mal raus, verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Und ansonsten, glaube ich, haben wir jetzt alles. Ich gucke noch mal, aber ich habe nichts vergessen. Nee, ich habe an alles gedacht. Ich hoffe sehr, dass euch das heutige Video gefallen hat und ihr einen Einblick in meine Haarroutine bekommen habt. Vielleicht so den einen oder anderen Tipp für euch mitnehmen konntet. Und ich möchte mich auch noch mal bei Sephora danken, unserem Partner für dieses Video. Und ich wünsche euch jetzt noch eine tolle Zeit, fühlt euch gedrückt und bis ganz bald. Bye bye.